Dieses Mal zu Gast bei uns im Kölner Zwischentöne-Studio ist der 1944 geborene, promovierte Jurist und frühere SPD-Staatssekretär Wolfgang Lieb. Dr. Wolfgang Lieb war von 1979 bis 1983 Mitarbeiter in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramts. Seit 1987 war er zunächst stellvertretender, dann erster Regierungssprecher des Landes Nordrhein-Westfalen unter dem SPD-Ministerpräsidenten Johannes Rau. Von 1996 bis zum Jahr 2000 arbeitete er dann als Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium. Inzwischen ist Wolfgang Lieb im Ruhestand oder besser gesagt, wie es immer so schön heißt, im Unruhestand angekommen. Er arbeitet nämlich, und ein Blick in sein Veröffentlichungsverzeichnis, das man im Internet finden kann, lässt keinen anderen Schluss zu. Er arbeitet überaus fleißig als freier Publizist und Vortragsreisender und vor allem gibt er zusammen mit dem ehemaligen SPD-Politiker und Nationalökonomen Albrecht Müller das Online-Magazin Nachdenkseiten heraus. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Wolfgang Lieb. Guten Tag. Guten Tag, Herr Langer.